And this is an ideal case if you have an active and engaged community. And how to get there is what we want to support our colleagues at Continental by establishing such a learning journey to enable to empower community builders in their role. The way I would like to structure this is give you just a brief overview of Continental, the organization I'm working for, and communities in general, and with this the reason why we think this is so relevant, and some overview of this journey that we have created with my colleagues here. We also have had some colleagues who participated and maybe can even share some life insights. Gunther has written an amazing blog article with a short summary, and also share with you how we are going to continue. And of course, also have the chance for some questions and answers. So at Continental overall, we see ourselves to shape the future mobility. And by doing so, we want to create value for a better tomorrow. This is our common vision and what we are striving for. And this we do with our technology. So at the moment, we are in a big transformation. So change is also our constant, which means that as one of the biggest automotive suppliers, we are transforming to a technology company and organization. You probably all know our automotive industry is shifting a lot. And so we are going to be ahead here and develop solutions powered by the passion of our people. So this already comes somehow together with the community aspect. So people are at the core of our success. And with this, almost 200,000 people worldwide in more than 60 countries all over the world are dedicated to this vision and contribute to be a leading player for autonomous driving, autonomous mobility, developing software needed for the vehicles of tomorrow to connect the vehicle with the human, with other vehicles and the environment. And I guess what major people, at least the end customers, so to say, knows Continental for are our tires, which are our industry benchmark and what are at the core of our business. What is a very important topic for us is creating the future work at Continental so that we have people happy working at and for Continental. We want to be a modern employer, and our key pillars for that are the diverse way of working together. So this is what I think is also at the core of our community work, because we bring together people from different functions, from different countries, from different areas. We see leadership not only as a position, but as an attitude. And in a community, we need people who take ownership, who are those leaders of tomorrow, who dare to speak up, who take ownership for a topic, who co-create solution in this way of working together in a flexible manner. Liebe Steffi, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich nochmal unterbrechen muss. Aber bitte aktiviere die Subtitles, gesprochene Sprache Englisch und Untertitel auf Deutsch. Du musst tatsächlich das müsst ihr selber machen. Das muss jeder individuell bei sich machen. Das kann nicht. Ja, das hat aber nicht. Es hat nicht jeder diese Transkribierung im Teams. Ja, und die Steffi kann das in PowerPoint einstellen. Okay. I think this maybe takes us away too much time now. I'm sorry. Is it okay? Just switch to German since the talk was planned in German, and then the one person who wanted to listen to it in English turns on the live subtitles in English. So, yeah, the transcription works for me. I was the one asking for English version, so I don't mind switching to German if it's more comfortable for everybody. I'm not like this now. So das ist jetzt sehr agil für dich.
Ja, also ich wollte halt einfach diesem Wunsch oder diesem internationalen Setup, das wir heute haben, nachkommen. Und da die Folien auch auf Englisch sind, hätte ich jetzt einfach so weitergemacht. Das ist jemand, der nicht zurechtkommt mit Englisch oder was nicht zurechtkommt, ja, im Chat waren, waren ein, zwei Bemerkungen, die hätten es gern auf Deutsch gehabt. Und denen geht es wohl ähnlich wie mir. Ich habe die Asbach-Uralt-Interface auf meinem Privatrechner und von Teams. Und da gingen manche Sachen einfach nicht. Und offensichtlich scheint da diese Übersetzung das Problem dort zu sein. Ja. Und die Übersetzung von den Personen, die es auf Englisch. Auf Englisch ankündigen müssen, das. Okay. Dann mache ich auf Deutsch jetzt weiter. Und gehe nochmal darauf ein, was denn Communities für uns sind und warum wir glauben, dass sie so wichtig sind bei Continental. Und zwar glauben wir, dass für die zukünftige Art, wie wir es, oder für schon eigentlich die aktuelle, wir wissen es alle, in diese VUCA-Welt, das schnell sich ändernde, die schnell ändernde Umgebung. Wir wollen schneller sein, agiler sein. Wir wollen die Silos aufbrechen, die wir haben in unserer Organisation und Wissen, Abteilungen, Länder und Bereiche miteinander vernetzen, digitale Transformation leben und vorantreiben und einfach auch diese Hierarchien zum Teil abbrechen, niederbrechen und aber nicht ersetzen, sondern eine mehr Ergänzung zu schaffen aus diesem Dual Operating System, das manche vielleicht von Kotter kennen, und sozusagen unsere bestehende Organisation mit Communities ergänzen und Communities bereichern. Und das auch in einem selbstorganisierten Setup als Enabler, als Driver für unseren Erfolg in der Zukunft. Und ein ganz großes Thema auch bei mir im direkten Bereich ist das Thema Employee Engagement. Und da sehen wir Communities als ganz wichtigen Teil davon. Deshalb wäre wichtig zu sagen, dabei ist, dass wir hier bei Continental auch nicht von Null starten. Wir haben seit 2012 ein etabliertes Enterprise Social Network, in dem es sehr viele Communities gibt, in der Zahl mehr als 20.000, wo wir sehr engagierte, sehr aktive Mitglieder haben, unter anderem unsere New Workstyle Community auch mit mehr als 20.000, ich glaube 24.000 Mitglieder. Also wir machen da schon, es passiert da schon ganz viel. Dennoch haben wir sehr stark bisher den Fokus darauf gesetzt, auf sich mit dieser Plattform oder auch mit all den weiteren Tools, die wir haben, auseinanderzusetzen, damit umzugehen. Doch die Communities als selber und Community-Arbeit, Community-Management war noch nicht ein zentrales Thema bislang. Und in meiner Rolle als Community Manager, Consultant, war es mir zum einen ein persönliches Anliegen. Wir haben aber auch im Rahmen verschiedener Reorganisationen, auch bei uns in der Group IT, in der ich bin, festgestellt, dass das ist, was wir unbedingt brauchen und zum Großteil auch schon leben, weil wir mit unseren sogenannten Knowledge Brokers zum Beispiel eine Key User Community haben, die mit den Solution Managers, mit den Service Owners eng zusammenarbeiten und genau auch in unserer globale Guide-Community unsere Multiplikatoren in die Organisation sind. Und um stärker in diese Richtung gehen zu können, um eine Community-Builder-Community, eine Community-Manager-Community aufzubauen, eben hier eine entsprechende Hilfestellung zu bieten, ein Enablement. Ich bin da immer auch schon fasziniert von Unternehmen wie gerade Mercedes-Benz, wie bei uns in der Runde, oder ZF, was so passiert, was gemacht wird, um eben dieses Thema zu stärken und um Community Manager in ihrer Rolle zu befähigen. Und so wollten wir ein skalierbares Lernprogramm entwickeln, was heißen soll, dass wir, selbst wenn wir es, was uns auch wichtig war, persönlich begleiten, das Material und die Lerninhalte in einer skalierbaren Weise zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben das Ganze videobasiert gemacht in, ja, circa 10 bis 15 Minuten Videos, sodass man es sich auch zeitlich einplanen kann.
das Ganze, wir wissen, wir haben verschiedene Lerntypen, ergänzt mit einem Community Handbook, wo der Inhalt der Videos nochmal etwas erweitert in schriftlicher Form drin ist. Ein Workbook, um das Ganze auch in die Praxis umsetzen zu können und zu üben. Und zwar dabei auch nicht alleine, sondern mit einem Buddy zusammen. Wir glauben sehr stark an den Social Learning Approach. Das heißt, dass ich eben am allermeisten lerne, wenn ich darüber spreche, wenn ich jemanden habe, den ich fragen kann, meine Ansicht teile, dessen Ansicht wiederum höre und auch stark angelehnt an den Working Out Loud Approach, eben dieses gemeinsam voneinander, miteinander im Netzwerkprinzip und dieses ja erstmal generous, großzügige Teilen von Wissen und Informationen habe und lebe und damit natürlich auch schon diesen Community-Ansatz lebe. Am Ende gab es dafür ein Zertifikat, das wir auch im nächsten Schritt nach der Evaluierung auch einbetten wollen, sodass dies auch eine unserer offiziellen Lernprogramme werden kann. Das Ganze haben wir so aufgebaut, dass nach der Entwicklung dieser Lernreise in ja eigentlich wenigen Monaten, eher nur ein Vierteljahr, hatten wir im Januar unseren Kickoff zusammengearbeitet hier mit Transformation, wo man den Kollegen hier auch auf dem ersten Bild vorhin gesehen hat, haben das Ganze gestartet mit einem Kickoff, wo die Leute, die Kollegen und Kolleginnen, die sich dafür registriert hatten, eingeladen waren und den Überblick bekamen mit einem Introduction-Video, das sie sich im Anschluss angucken konnten, was wieder ein Beispiel ist, was auch für die weiteren Durchläufe dann verwendet werden kann. Und aufgebaut das Ganze, seht ihr auch noch gleich einen kleinen Ausschnitt, in unserem Enterprise Social Network, also schon in einer Community. In dieser Community-Builder-Community ist all dieses zur Verfügung und zwar eingebettet auf einer Wiki-Seite, wo man Schritt für Schritt durchgehen kann, alle Links zur Verfügung hat, die man braucht und die Videos an sich nochmal im Stream wiederfinden kann, in unserem Videokanal. Und um auch die Kollegen und Kolleginnen am Ball zu halten, hatten wir zusätzlich ein Teams, wo auch zu jeder Woche das Thema gepostet wurde. Hier unten seht ihr diese Themen der Lernreise. Und bis zum Ende, das Ende Mai war, hatten wir drei sogenannte Firecamps, bei denen auch die Lernerfahrungen geteilt wurden, reflektiert wurde, versucht wurde, Kollegen und Kolleginnen zu motivieren, um Fragen und Antworten oder auch Hürden zu klären. Und somit auch gemeinsam eben schon als Community zusammenzuwachsen. Wir haben uns dabei beschäftigt mit Themen wie, was bedeutet eine Community überhaupt im organisationalen Kontext? Das heißt, vieles zu dem Aspekt, den ich anfangs angerissen hatte, mit dem Dual Operating System, wie diese Ergänzung aussehen kann. Was ist überhaupt eine Community im Sinne von einen gemeinsamen Zweck, einen gemeinsamen Purpose haben, jemand, der das Thema vorantreibt, wo man je nachdem, worum es geht, auch gemeinsame Ziele erreicht und so weiter. Dann wichtig hier zu wissen beim nächsten Thema Holding the Room, Holding the Space, wird den Raum halten. Dass es nicht immer nur so ist, dass ich als Community Manager, Community Builder alles an Input hineingeben muss und immer versuche, alle zu bespaßen, in Anführungszeichen, immer gucken muss, dass etwas passiert, sondern auch manchmal mich, wie wir schon oft zu dieser Analogie oder dieser Metapher genannt hatten, als Gastgeber, der oder die einen diese Party, dieses Event organisiert und für eine Location sorgt, in der sich eben die Gäste, über die ich mir Gedanken machen muss, welche Gäste ich da haben will, die sich eingeladen fühlen, dass sie überhaupt eingeladen werden, dass von der Musik für jeden was dabei ist, dass organisiert ist, bringt jemand etwas zu essen mit oder organisiere ich das? Also einfach die Orientierung und die Rahmenbedingungen schafft, ohne eben immer etwas alles geben zu müssen, sondern auch darauf zu vertrauen und darauf aufzubauen, was entsteht, eben durch diese
durch diesen Beziehungsaufbau und durch die Vernetzung, Vertrauensschaffung der Mitglieder untereinander. Und damit habe ich auch schon viel gesagt zu der nächsten Lernreise, also zum nächsten Modul mit der Rolle eines Community Builders, sich auch als Gastgeber, als Gärtner zu sehen, wo man erstmal die Samen pflanzt und gucken muss, okay, es braucht sowohl Wasser als auch Sonne, also auch die Unterstützung von oben herab, das richtige Vernetzen, der richtige Humus, damit etwas daraus wachsen und entstehen kann. Das hat auch ganz viel zu tun mit der Gruppendynamik, die eben entsteht und der ich mich auch in gewisser Weise hingeben kann. Manchmal ist es so, ich habe ein Meeting oder ein Event mit der Community, setze vielleicht ein Thema, doch es ist gerade etwas im Raum, eine Energie, also wo auch ganz viel Feingefühl, viel Empathie erforderlich ist, um das zu erkennen und dem auch wiederum Raum zu geben und somit auch mit der Community mitzugehen, weil letztlich ist eine der Hauptaspekte, der Kerncharakteristiken, dass eine Community auch auf freiwilliger oder auf intrinsischer Motivation basiert und somit aber auch die Community bestimmt, was für sie wichtig ist und in welche Richtung sie gehen will. Sehr oft startet dies als eine Graswurzelinitiative, also mit der Idee, die eine Person, eine kleine Gruppe oder das aus einer gewissen Gegebenheit heraus entsteht. Und wo wir natürlich auch dann Unterstützung geben wollen in die Richtung, naja, wie führe ich das Ganze jetzt ein? Wie starte ich eine Community? Also hier ist, und ja, dann natürlich als letztes noch, was ist auch mein Anteil? Was will ich dazu hineingeben? Was bedeutet das Ganze für mich? Das kann sehr motivierend sein, wenn ich einfach selber für mich meinen Purpose, meinen eigenen Zweck erkenne. Und so sieht man, in dieser Lernreise haben wir sehr stark den Fokus auf so dieses, mehr auf die Soft Aspects, mehr auf die ja, Persönlichkeit, also die Community-Entwicklung gelegt und empfehlen im Weiteren, zeige ich aber zum Schluss dann noch einen kleinen Überblick, auch den LernOS-Guide aus Simons Initiative heraus den wir auch mit einem Teil des Teams entwickelt haben, wo es dann wirklich auch um die ganz konkrete Umsetzung geht. Hier sieht man jetzt eben nochmal, wie das aussah. Was wir auch gemacht haben, ist die ganze Community, also diese Landingpage, dieser Ort, wo sich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu dem Community-Thema zusammenfinden können, das auch visuell schön darzustellen. Da darf ich hier keine direkten Einblicke in unser Enterprise Social Network geben, deshalb auch nur diese Screenshots. Und hier sieht man links eben die verschiedenen Icons, die wir erstellt haben zu dem ganzen Portfolio, das wir insgesamt bieten. Dazu, wie gesagt, dann gleich noch ein bisschen etwas. Und hier sieht man den Ausschnitt, wie das eben auf dieser Überblicksseite aussieht, wo ich die einzelnen Module auf einen Blick habe, wo ich das Video auch eben direkt in dem Videoportal angucken könnte, wo ich direkt einen Link zu der entsprechenden Sektion im Handbook und auch im Workbook habe, wozu man sich dann eben, nachdem man jedes Modul angeguckt hat, auch mit seinem Body treffen sollte und immer 2 Wochen pro Modul dafür Zeit hatte. Ich möchte auch noch einen kleinen Einblick geben in das Feedback der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wie gesagt, es war der erste Durchlauf mit der Zielgruppe unserer Guides, mit der Zielgruppe der Group IT und diejenigen, die bereits Mitglied dieser Community waren. Wir sind stolz zu sehen, es war sehr große Zufriedenheit insgesamt mit 4 von 5 Sternen sozusagen, was sehr hoch geschätzt war, was man links unten sieht, waren tatsächlich diese Body Meetings, also was uns wieder drin bestätigt hat, okay, es ist wirklich auch dieses Miteinander. Ich weiß, ich bin nicht allein da drin, ich habe eine vertraute kleine Umgebung mit einer Person, mit der ich durch diese Reise gehen kann, wo ich meine individuellen Fragen oder auch was mir gerade nicht klar ist oder nicht gelingt, was man vielleicht eben nicht auch in größerer Runde manchmal teilen mag, teilen kann. Und gefolgt von den Videos und dann eben die Workbook und Exercises. Es ist, darauf wollen wir jetzt auch gucken, okay, was können wir da noch gegebenenfalls verbessern, sind aber dennoch, wenn wir auch auf der rechten Seite gucken, da schon in einem sehr, sehr guten Scope und werden eben nach der Evaluierung jetzt auch damit weitermachen oder sehen, wie es weitergeht und versuchen auch weiter das Thema aufzubauen.
Am Ende erhielt, wie gesagt, jeder das Zertifikat. Wir hatten insgesamt knapp 50 Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die das Programm durchlaufen haben, mit denen wir da eben eng am Ball waren und wo wir jetzt weitermachen als nächstes oder als Follow-up, indem wir einen monatlichen Exchange, einen monatlichen Community-Builder-Exchange intern haben, wo es eben jetzt mehr um den praktischen Aspekt geht. Das heißt, damit wir gegenseitig Communities vorstellen, damit wir gemeinsame Herausforderungen angehen können, Ideen zusammen entwickeln, machen können, also ein richtiges, richtig auch als Community zusammenarbeiten und immer mehr uns gegenseitig als Community-Builder unterstützen. Und auch um das ein richtiges Community-Produkt sozusagen zu kreieren, und jeden auch in dieses Ownership und in diese Erfahrung der Moderation, was natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil eines Community-Builders ist, auch üben zu können. Und so haben wir hier immer Moderatoren-Tandems. Das heißt, ich habe beispielsweise den Kickoff gemacht, im nächsten Call mit einem Mitglied zusammen moderiert und diese moderiert dann nächstes Mal wieder mit jemandem anders zusammen, um eben so auch den Ball hier immer weiterzugeben und auch hier wieder in einem Tandem zusammenarbeiten zu können. Das ist eben das ist der Ausblick, wo wir, in welche Richtung wir weitergehen, eben indem wir weiter Community Builders in ihrer Rolle befähigen und dieses Dual System stärken wollen, da auch mehr die Aufmerksamkeit in der Organisation zu schaffen, mit unseren Stakeholdern zu sprechen, das bei HR weiter zu sehen, wie wir das einbetten können und eben durch all diese Charakteristiken, die eine Community ausmacht, durch diese Erfahrung, sich gegenseitig zu unterstützen, das Teilen von Ideen und Wissen auf transparente Art und Weise, somit auch zu sehen, zu erfahren, dass wir unsere Produktivität und die Art und Weise, wie wir Informationen und Wissen verteilen, Feedback zurückbekommen und uns gegenseitig unterstützen können und dabei wirklich dieses Potenzial der Diversität voll ausschöpfen können, auch diesen Effekt sichtbar machen. Und so sind wir sicher, dass wir weiter unsere die Herausforderungen in der zunehmenden Komplexität angehen können und auch unsere Werte, das Vertrauen, die Freedom to Act, unsere Passion to Win stärken können. So ist das Ziel oder was es weitgehend eben so weit gibt, zu den Maßnahmen, um Community, um den Impact und die Macht der Communities zu stärken. In verschiedene Richtungen haben wir das aufgebaut, und zwar eben mit den verschiedenen Lernangeboten, jetzt dieser Lernplattform, dieser Learning Journey. Wir wollen weiter auch unseren Learners Guide pilotieren, zu sehen, wie der anläuft. Ich sehe diesen C3 Managers Call als ganz wichtigen Aspekt, um auch outside the box und auch über die Organisationsgrenzen hinaus sich zu vernetzen. Diesen Community Exchange habe ich gerade besprochen, wo wir auch den Blog stärker beleben und im weiteren Schritt oder mehr als Ziel auch zu dem ersten Aspekt wirklich jemanden dediziert in dieser Rolle haben als Corporate Community Manager sozusagen, um da auch 1:1 Support anzubieten, Kontaktperson da zu sein. Und so ist es eben noch dieser Prozess weiter, die Awareness, die Aufmerksamkeit zu schaffen, das weiter aufzubauen, zu etablieren. Und so eben wird Potenzial, vielleicht sogar die offizielle Zertifizierung vom Bundesverband zu machen. Das ist noch offen, aber das ist die Richtung, in die wir hier gehen. Und wenn es noch Fragen gibt, dann sehr gerne. Ich glaube, wir sind auch ziemlich der Zeit, dass wir auf das nächste Beispiel warten, aber sei es im Chat oder jetzt noch, wenn es Fragen gibt, sehr gerne, und ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit.